Hallo und herzlich willkommen zurück zu Resident Evil. Wie vielleicht einige Leute wissen, ich habe versprochen, dass ich im Januar wesentlich mehr Videos hochlade als wie im vergangenen Jahr. Beziehungsweise ich habe es. Doch, ja, ich hatte es gesagt. Ja, läuft super. Januar läuft unglaublich gut. Zuerst kein Internet. Dann ist der Bildschirm kaputt. Dann zwischenzeitlich noch irgendwelchen Papierkram, die ich unglaublich wichtige Dinge erledigen musste. Wichtige Dinge dringend. Also die ich dringend erledigen musste. Deutsch ist schwer. Und nur so ein Shit. Es ist unglaublich. Stromausfälle. Ich bin begeistert. Das Jahr fängt so unglaublich gut an. Aber momentan läuft zumindest erstmal wieder alles okay, schätze ich. Glücklicherweise hat mein Bildschirm immer noch die gleiche Auflösung wie vorher. Von daher muss ich da jetzt nicht großartig viel umstellen. Und wir skippen die Ladezeit. So, da sind wir endlich wieder offensichtlich angeschlagen, so wie ich das gerade sehe. Aber das soll mich jetzt nicht weiter stören. Oh, klar. Warum ruckelst du? Das ist nicht gut. Gammelige Hand. So, beim letzten Mal kam ja ein Monster von unten. Das ist jetzt nicht mehr. Aber wenn ich mich richtig erinnere, haben wir den Skorpionlevel. Da ist sogar ein echter Skorpion dran. Okay, cool, warum nicht? Damit wollen wir die Tür öffnen. Irgendwie, irgendwo, irgendwann. Oh, wir sind wieder direkt beim Anfang. Yay! Wir sind einmal im Kreis gelaufen. Ich habe vergessen, auf die Uhr zu gucken. Es ist jetzt 5:40 Uhr. Ja, oh, bis 55. Okay, wir sind da rein. Das heißt, wir müssen da wahrscheinlich nicht mehr hin. Haben wir eigentlich eine Map oder sowas? Gott, warum sieht meine Hand so gammelig aus? Sah ich schon immer so schlimm aus? Dich kriegen wir da nicht raus. Ich habe gerade überhaupt keinen Anhaltspunkt, wo ich jetzt überhaupt hin muss. Muss ich nochmal runter in den Keller? Ich gehe nochmal runter in den Keller. Was soll's? Auf hier. Übrigens, wer sich fragt, warum Aragami nicht weitergeht, es geht weiter. Eigentlich habe ich sogar schon bis zum Ende durchgespielt, aber die Aufgabe wollte natürlich nicht so, wie ich das wollte. So wie so oft. Also darf ich den ganzen Schmarren nochmal machen. Was ich natürlich tue, ist ja gar kein Problem, aber es ist so anstrengend, wenn man es schon getan hat. Da, Munition, Waffe, okay. Kann ich nicht einfach die Farbrolle nehmen und dem Monster damit einmal kräftig übers Gesicht färben? Wie zu? Na, geht doch. So, dann sind wir wieder hier. Hier kommen die ganzen Monster. Oder kamen die schon? Hat mir gespeichert, nachdem sie gekommen sind? Ich weiß es doch alles nicht mehr. Und wo war überhaupt die Map-Taste? Die Map-Taste ist hier, okay. Aha. Gut, wir waren noch nicht in der Werkstatt. Das hat wahrscheinlich folgenden Grund, dass sie verschlossen ist. Unerwarteterweise. Also hier das weiter. Wow, toll. Mega spannend. Lukas, ich habe den Kerl gestoppt, der immer zu fliehen versucht. Ich habe ihn im Verbrennungsofen ganz links gesperrt. Damit er nicht wieder abhaut. Hol ihn raus, wenn er fertig ist. Wenn er fertig ist. Du weißt doch, wie man Türen öffnet, oder? Denk dran. 3A und ein Handabdruck. Mach mit dem Mädchen, was du willst. 3A und ein Handabdruck. Okay. Es waren doch die Dinger, wo eh nichts drin war, oder? Lara. Hi, Lara. Wie geht es? Out. Best Schütze ever. Gibt es einen besseren Schütze als mich? Ich glaube nicht. So, da war nichts drin, hier war nichts drin, da war nichts drin, hier war vielleicht ein Zettel drin, auch nicht. Total uninteressant. Okay, Heizungsofen ganz links, wo ist ein Heizungsofen? Also, ich habe noch keinen Öfen gesehen. So richtig. Best Schütze ever! Okay, ich brauche die scheiß Schrotflinte. So langsam wird es ein bisschen knapper hier. Auch mit Munition und so. Wir haben da eine Map.
Krematorium. Ist Krematorium nicht ein Verbrennungsofen-Krams? Glaube. Und eine Kiste. Es lohnt sich jedes Mal wieder hier lang zu laufen. Jedes Mal sehe ich eine neue Kiste. Ich weiß, dass der Gang existiert, aber ich habe ihn komplett übersehen. Was haben wir hier? Schlüssel, das ist ja egal. Jetzt brauche ich nur noch ein geiles, glühendes Blatt. Dann kann ich mich wieder voll drogen. Das Ding war abgeschlossen im Sinne von zu Skorpionschlüssel? Nö. Was ist denn das? Schlange? Okay, ich brauche einen Schlangenschlüssel. Also das erste, also wo ich im ersten Teil ins Kopf... ich kann nicht reden! Was ist los? Mann, ich war eine Woche weg und kann nichts mehr. Nicht mal mehr reden kann ich. Aber... ich werde jetzt den gleichen Fehler machen, wie ich damals bei Origami gemacht habe. Ich werde das Spiel ein klein wenig lauter machen. Lauter, nicht leiser. Achso, es ist schon laut. Gut. Ich habe so einen Soundmanager runtergeschriegelt. Na gut, dann beim nächsten Mal. Weil ich weiß nämlich ganz genau, was ich bei Origami gesagt habe. Ach, ein bisschen lauter kann ich es machen. Da war das Spiel einfach nur noch laut und ich gar nicht mehr zu hören. Und das ist auch nicht schön. Zumindest nicht für mich. Aber noch mehr Chemikalien. Göbbel, Göbbel, Monster. Aha, von hinten. Habe ich es doch gehört. Das ist so. Cool, cool, cool. Cool! Geht weg, ich will nicht knien. Autsch. Mir geht's wieder gut. Ja. Mach dir keinen Stress, aber irgendwie. Oh, meine Fresse! Oh, hau ab! Kein Petting vor dem dritten Date. Au! Ja, auf jetzt. Ja, blocken. Das hilft ungemein, wenn er gerade auf dem Boden liegt. Ups. Haben wir ein Kraut? Was ist das hier? Das kurzfristig die Sinne schärft. Bringt mir ein Shit. Was heißt das? Ich kann die Chemikalien auch einfach so nehmen? Nee. Kombinieren mit... oh, da haben wir ein Kraut. Yay! Okay. Dann haben wir genau das gleiche Lebensfeeling wie bevor wir angefangen haben. Ist das schön? Total. Angeschlagen, kurz vorm Verrecken. Aber wir sind die Gegner los. Hey, ja, Munition. Okay, 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 okay. Ja, Mann, Kraut! Ach, das war ja hi-hi. Das war ja der Shit, genau. Alter, wie ich so blöde bin. Also ich bilde mir ein, dass ich Feuer... was ist los mit dir? Also ich bilde mir ein, auch schon vorher dumm gewesen zu sein mit dem Zielen und so, aber... hau dem doch die Fresse weg. Also ich war noch nie gut in dem Spiel beim Zielen, aber... dass ich so schlecht war. Könntest du? Danke. Ah, ich brauch die scheiß Schrotflinte. Junge, lauf nicht wieder Oma, mach hin. Ein Headshot. Weiter, dritter, Autsch. Ah, nein, nicht schon wieder. Nein! Ich brauch mein Messer. Geh weg. Was? Mach die alle Petting. Na, okay, ich renne mal kurz hoch, schätze ich. Wie ging eigentlich der Doppelstich? Achso. Der normal nehme ich viel effektiver. Ich würde gern das hier mit. Okay. Ich würde gern. Habe ich das jetzt weggeschmissen? Was ist passiert? Scheiß. Oder habe ich das Kraut jetzt einfach nur so gefressen? Na gut. Hallo? Seid ihr wieder zu Matsch geworden? Matsch zu Matsch und so? Hallo? Attention. Hat es nur einer? Da ist alles cool. Jetzt sind es wieder zwei. Okay.
Also Messer waren schon mal besser. Okay, können wir einfach so tun, als wäre das nie passiert. So. Wir sind jetzt wieder auf der gleichen Position, wie wir waren, bevor wir gestorben sind. Solange ich das... Soweit ich das sehe, haben wir noch 6 Minuten auf dem Zeiger. Das heißt, noch bis 59. Ja, aber alles getötet, was mir in den Weg kam. Und habe dabei gelernt, dass Messer doch einfach mal besser sind. Ich bin besser mit dem Messer, nicht wahr? Na komm raus jetzt. Weil mit dem Messer kann ich um die Viecher rumtänzeln, mehr oder minder. Dann kann ich ihn immer schön ins Gesicht hauen. Was ich mit der Pistole eher nicht kann. Es sei denn, sie machen das hier. Dann bin ich ziemlich am Arsch, weil dann rennen sie auf mich zu. Dann sterbe ich wahrscheinlich. Komm her jetzt. Seht ihr das, meine ich? Pure Dodge-Skills. Hilft natürlich nur geringfügig. Au, das ist neu. Geh weg. Dafür hast du einen Doppelstich ins Gesicht verdient. Macht doch nichts. So. Ja, auf jetzt mit der Kacke hier. Ich versuche gerade den Leuten was zu beweisen. Okay, Pistole raus. Kopf. Wie, du lebst noch? Ich bin besser mit dem Messer. Aber ziemlich scheiße, wenn mir jemand dabei zuguckt, offensichtlich. Ich benutze keinen Controller. Könntest du mir die Tasten anzeigen? Danke. Okay, also, es ist immer noch beim Alten. Ich brauche fucking Schrotzgewehr. Du kannst mal schön zu Hause bleiben. Du bist hässlich. Au. Ah, du kannst trotzdem zu Hause bleiben. Hässlich bist du trotzdem. Okay, kann ich mich nochmal heilen? Nein, kann ich nicht. Warum sterbe ich eigentlich immer, wenn mir jemand zuguckt? Wow, ich krieg hier schon wieder. Ich glaube das nicht. Okay. Wir tun so, als wäre das nie passiert. So, Freu. Los geht's. Schnauze. Ich verstehe die Monster nicht. Manchmal sind die schon so angesipscht, dass sie einfach nur 2 Schüsse bzw. 3 Schüsse brauchen und dann fallen sie um. Der brauchte 5. Und ich habe jeden Schuss getroffen. Ich bin ziemlich sicher. Okay, können wir hier noch irgendwas holen schnell, bevor die Viecher kommen? Oder da? Nee. Headshot. Wir versuchen es einfach. Was anderes fällt mir gerade einfach nicht ein. Ich habe nichts mehr zum Heilen und kann nur noch schießen. Und die vage Hoffnung, dass ich dann auch noch treffe, wenn ich schieße. Und sie vielleicht auch sterben. Dankeschön. Oh, ich war außerhalb des Gebiets. Wir müssen wieder zum Matsch werden. Wir können nicht ins Sandlicht. Toll. Was ist, meine kompletten Schüsse waren jetzt umsonst hier, oder was? Ich höre den anderen doch schon wieder. Da kommt er doch schon wieder rausgesipscht. Nein. Leute, ich kann nicht endlos zurücklatschen, weil irgendwann geht ihr weg. Weil dann habt ihr ja keinen Bock mehr oder so. Au, oh, danke. Sehr nett. Können die überhaupt sterben? Ich habe gerade nicht so das Gefühl, ehrlich gesagt. Ja doch. Ganz toll. Nach 28 Schüssen ist er denn doch mal tot. Ah. Nein, nicht in den Arm. Da ist keine empfindliche Stelle. Das ist ja das Problem an der ganzen Sache. Könntest du ihn totpieksen, bitte? Oh Gott, jetzt kommen die anderen. Also es sind insgesamt 3. Und ich bin alleine. Das ist ein ziemlich harter Gangbang, muss ich mir ehrlich sagen. Und dann gehen sie zu Puff. Da machen sie es plotsch und sind weg. Okay. Wir versuchen es einfach mit einer anderen Taktik. Ich renne da jetzt rein. Und hoffe einfach inständig. Autsch, Schmerz. Dass die Tür natürlich nicht aufgeht. Okay, die Munition nehmen wir mit. Dann ist hier nichts los. Hier ist auch nichts los. Da ist kein Schaden. Ai, 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 shit. Wow. Okay,
Ne, ich werde wahrscheinlich eh gleich sterben. Passt nicht. Cool, bist tot. Whee! Au. Okay. Was sagt die Uhr? Uhr sagt 1. 2 Minuten? Ich hab komplett den Überblick verloren, ehrlich gesagt. Aber... Oh, wir hatten sogar noch was zum Heilen gehabt. Ich depp. Aber... Dann nehmen wir doch das hier. Hey, Munition. Okay. Mit ein bisschen Glück. Ja, schön für dich, Courtney. Mit ein bisschen Glück finde ich gleich noch raus, denn ich werde gleich noch ein bisschen weiter gucken. Und dann werde ich vielleicht noch eine Folge aufnehmen. Werde ich mal gucken, ob ich irgendwie rausfinde, wie ich an die scheiß Pumpelgun komme. Und dann werden die ja alle weggepumpt. Und ich bin ziemlich sicher, dass das ja irgendwas hiermit zu tun hat. Und außerdem können wir den scheiß Schlüssel auch mal schön wegmachen. Dann ist er nicht mehr in unserem Inventar. Falsch geraten, er ist immer noch im Inventar. Cool. Und dann... Hallo? Vermittlung? Ja, nicht. Okay. Und dann, sobald ich das Ding habe, werde ich die natürlich alle wegbumsen da unten. Aber solange ich das nicht kann. Schießpulver, toll. Solange ich das nicht kann, bringt mir das gerade alles nichts. Deswegen gucke ich jetzt erstmal rum und wenn ich was gefunden habe. Hi. Seht es dann im nächsten Teil. Bis dahin. Ciao, ciao.